den Grundriss von unserem Haus wieder ein bisschen weiter. Und ich habe gerade richtig Lust hier, diese Map zu spielen. Das ist ein richtiger Neuanfang, aber ich möchte, wie gesagt, auch nicht die alte Map jetzt irgendwie in Vergessenheit, wie nennt sich das? Die will ich trotzdem auch noch weiterspielen. Muss ich halt noch eine Lösung für finden. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wie sag ich denn da jetzt? Bin ich bescheuert? Scheiße, das habe ich voll asymmetrisch geschrieben. Ist auch, ist egal. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir jetzt hier eine Lücke rein. Moment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, dann kommt jetzt... Hier kommt auch noch eine Lücke rein. Zack. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nee, ah, ich bin so doof. So machen wir das, genau. Jetzt haben wir 5, da haben wir auch 5. Und jetzt können wir hier eine Tür reinbasteln. Das werde ich auch gleich mal machen. Wow. Du Scheißviech. Du Scheißviech. Meine Güte. Boah, was ist denn mit euch los? Was ist denn los mit dir? Bleibt mal gechillt hier, ihr Viecher. So. Ich stelle schon mal die Werkbank hier hin. Hier haben wir unsere Werkbank. Zack. Und das Schwert wieder in die Hand für alle Fälle. Ich glaube, ich crafte noch schon mal gleich ein Schwert. Ne, ein Schwert glaube ich noch nicht. Eine Tür wollte ich craften, genau. Ich verpeile mich hier schon wieder. Bin schon wieder dabei. Zack. Und dann mache ich jetzt mal folgendes. Tür. Boah, hier rein. Und ja, Mensch, ist doch bestimmt aber auch mal geil. Wie findet ihr das denn? Wie findet ihr das, dass ich jetzt hier mal so nebenbei auch noch eine weitere Staffel mache? Hier könnte man ein richtig geiles Fenster reinbauen. Das könnte man machen, dass man jetzt hier Glas hinbaut. Ich meine, wir können schon mal Sand sammeln gehen. Wollen wir das jetzt schon mal machen? Denn ein Skelett, wann geht denn der Mond eigentlich? Mond? Ach, gleich, es wird gleich wieder Tag. Ach, geil. Ach, geil, ach, geil, ach, geil. Och, geil, 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 geil. Dann nehme ich da jetzt ein bisschen Sand mit. Scheiß auf die ganzen Viecher. Was ist das denn? Ach, das ist Holz. Lol. Frag mich, wo das herkommt. So, wirklich jetzt scheiß auf den Viecher. Ich will jetzt hier ein bisschen Sand eben abfahren. Zack, zack. Wie viel Sand haben wir jetzt? Das lege ich mir mal gleich ins Slot rein, hier. Da brauchen wir ordentlich Sand für Glas. Und Kohle brauchen wir auch wieder. Aber ich find's extrem geil, die Version hier zu spielen. Es ruckelt gar nichts. Man muss wirklich unsere alte Display-Map, die muss wirklich voll im Arsch sein, weil da ruckelt alles und crasht immer alles, dann ändert sich ewig die Dateigröße. Und hier ist das einfach mal nicht so. Ich glaube, die Spinne hat uns gesehen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Sie kommt an. Dein Ernst? Wir kommen schneller! Oh, das ist mir jetzt. Spinne gekillt. Auftrag erfolgreich. Soll ich die ganzen... Ja, ich nehme auch mal die Fäden hier mit. Die Spinne gedroppt hat und schon mal wieder hoch. Zack. Oh, mir fehlen so die Shader. Ich würde wirklich richtig gerne Shader hier drin haben. Wir können hier aber auch so einen kleinen Strand eigentlich draus machen. Ich muss jetzt hier nicht den ganzen Sand abfahren eigentlich. Würde ich mal so sagen. Oder was würdet ihr dazu sagen? Schreibt doch bitte einfach mal alles, was ihr gerade so denkt, in die Kommentare. Will mich wirklich ultra mega hammergeil interessieren. Zack, 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 zack. Oh, zack. 64er Stack möchte ich noch voll kriegen. 64er Stack Sand. Und das dauert ja nicht mehr lange. Haben wir ja schon fast. Alter. Du Drecksvieh. Jetzt hat uns noch kein Viech gekillt und wir haben noch gar keinen Schaden von irgendeinem Viech gekriegt. Ist ja mal geil. Ist ja bei mir mal was ganz Neues. Mensch. So. Oh. 60. Stoffe ist schon kaputt. 61, 62, 63, 64. Zack. 64 Sand. Haben wir dabei, das ist schon mal gut. Und oh, da sind ja noch mehr Creeper. Ich glaube es nicht. Wo haben wir unser Haus denn jetzt eigentlich? Da haben wir unser Haus. Ja. Wie wär's denn, wenn wir hier schon mal so ein bisschen reingucken? Oh, da sind schon Viecher drin. Habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich baue jetzt erstmal das Haus weiter. Oh, ne Kuh.
Kuh, da können wir jetzt ein bisschen. Leder, kriegen wieder Leder, kriegen wir Leder von der Kuh. Nö. Ah, ich glaube, diese Kühe bringen uns eh kein Leder. Shit. Du scheiß Creeper. Du Dreckscreeper. Nein, nein. Nein! Scheiße. Huch! Hä? Was ist das denn? Guckt euch das mal an. Hä? Ich würde mal sagen, die 094-Version ist irgendwie noch ein bisschen verbuggt. Alter. Das ist aber scheiße. So, egal, stört uns jetzt nicht. Einfach ignorieren. Ich bohre das Block hier wieder zu. Ich kann schon gleich wieder reparieren. Gerade angefangen das Let's Play und schon kann ich reparieren. Weil ich zu dumm bin, um gegen den Creeper zu kämpfen. So. Vor allem. Ich gehe noch mal da hinten ein paar Bäume fällen, aber erstmal crafte ich noch eine extra Axt. Ich würde mal sagen, ich crafte eine Spitzhacke crafte ich, eine Axt crafte ich und ein Schwert. So, zack. Und dann nehme ich jetzt mal eben. Ach, der Inventarbug ist auch immer noch da. Jetzt habe ich hier wieder 2x64 Sand. Komisch. So, ich fäll noch mal ein paar Bäume da hinten und ich würde mal sagen, dann bald geht's auch ein bisschen spannender weiter. Aber wir müssen jetzt ja erstmal sehen, dass wir hier. Weil die ganzen Creeper da hinten. Dass wir hier ein bisschen Holz haben und dass wir auch Steine haben und alles mögliche. Wir müssen ja erstmal ordentlich Rohstoffe sammeln und da hinten ist gerade irgendein Viech gekrepiert. Ich glaube, es war ein Zombie, der hat gebrannt. Mensch, der hat gebrannt mit DT. Gebrannt Fernsehen. Ahahaha, lustig. Überhaupt nicht. So. Endlich! Endlich Schafe! Endlich! Schafe! Ah, ich hätte jetzt eigentlich auch warten können. Ich hätte es eigentlich auch warten können, bis das Schaf erwachsen ist. Dann hätten wir ein bisschen mehr Wolle, aber. Ach komm, ich kill das jetzt einfach. Wir brauchen Wolle, wir brauchen Wolle, wir brauchen Wolle. Ach, die droppen, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die Babyviecher, die droppen gar nichts. Glaube ich zumindest. Kommt mir zumindest so vor, ich habe das noch nie richtig getestet. Unter dem Baum, den nehme ich auch mal mit, da hinten ist Kies. Nein, 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 nicht da reinfallen. Ich finde es jetzt ja mal richtig geil, hier apokalyptisch. Da hinten ist noch ein Schaf, das krallt mir gleich. Ich möchte ein Bett haben. Ich finde es richtig geil, Minecraft Pocket Edition 094. Und wir haben jetzt hier endlich große Welten und die neuen Biome sind dabei. Und hier ist noch ein bisschen Holz. Jetzt muss ich wieder irgendwie rauskommen. So. Ei. Ach doch, ich habe ja viel nah. Gut. So wie nehme ich mir das Schaf hier nochmal mit. Das krall ich mir nochmal. Zack, zack. Noch mehr Wolle. Zwei. Jetzt fehlt nur noch eine Wolle. Und du kommst auch nochmal her, Schwein. Wir brauchen natürlich auch Nahrung. Also Fleisch. Ach, Fleisch haben wir schon ganz viel. Eins, zwei Wolle. Jetzt fehlt uns noch mehr Wolle. Was ist denn hier schon wieder los? Wieso sind denn hier. Was bist du denn? Wieso sind denn da schon wieder Baumstämme? Hoch, hallo? Wie funktioniert unten der Touchscreen nicht mehr seit der 09-Version? Oder bilde ich mir das nur ein? Ist ja irgendwie komisch. So. Nächster Wurm mit Gift. Ach, die Spinne ist mir scheißegal. Ich gehe doch jetzt nicht an dort Spinnen. Naja, mal sehen. Was habt ihr denn so für Ideen? Was könnte man in dieser Map eigentlich mal so bauen? Schreibt doch bitte mal Vorschläge in die Kommentare. Das würde mich wirklich auch sehr mega doll interessieren, was ihr da so für Ideen hättet, dass wir nur so reinbauen könnten und alles. Und ja, Alter, ich finde das aber richtig geil, das Update, muss man schon mal sagen. Ist richtig viel neu. Wenn man sich das mal ansieht, das Crafting-Menü ist ganz anders. Neue Biome, richtig riesige Welten. Hier fällt ich den Bogen, den fällt ich auch nochmal. Und gleich mache ich dann erstmal eine Aufnahmepause und warte erstmal, was überhaupt zu der ganzen Sache sagt. Und ja. Mech und so, so ist das halt. Ja. Ich glaube, dass wir. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen in der nächsten Folge. Ich finde hier einfach kein weiteres Schaf. Oha. Da ist schon wieder. Nee, da geht's gar nicht tief in der Höhle rein. Da können wir uns auch ein paar Steine abfahren, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir werden in der nächsten Folge. Ich weiß schon, was wir in der nächsten Folge machen. In Folge 3 werden wir in die Höhle gehen, die bei unserem Haus direkt ist, damit wir mal ordentlich Steine und sowas abfahren und Kohle und Eisen und vielleicht sogar Gold. Man weiß ja nie, was wir finden. Jetzt muss ich erstmal mal unser Haus wieder finden. Wo war denn jetzt unser Haus? Scheiße. Hallo?
Ach, da hinten. Wir sind schon ein bisschen weiter weggelaufen. Schon wieder so ein Creeper, der einfach mal aus dem Nichts kommt und mich hier zu Tode erschrecken will. No, no. Das ist mir zu blöd. Scheiß Creeper. Scheiß Dreckscreeper. So. Ja, genau. Irgendwo hier hatten wir noch unser Haus. Jetzt sehe ich den Umriss. Bin ich. Ah, genau, da. Und hier in diese Höhle werden wir in der nächsten Folge reingehen. Ich warte jetzt erstmal eure ganzen Reaktionen und so weiter und so fort ab. Und sage dir einmal vielen Dank, dass ihr diese Folgen schon mal angeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Folge 3, wo wir dann in diese Höhle reingehen werden und sie erkunden werden. Und dann können wir auch fucking wahrscheinlich craften. Vielen Dank fürs Zuschauen der ersten beiden Folgen, sage ich mal. Und dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, auf ein geiles Let's Play, auf eine geile Let's Play Reihe, auf ein ganz gutes Abenteuer. Und ich hoffe wirklich, dass euch das Let's Play gefällt. Und die Staffel auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao Leute, und ich würde mich wirklich über ein Like freuen, wenn dir das Video wirklich gefallen hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Und über einen Kommentar wäre auch ganz geil. So, ciao Leute, und ich bin nicht Abogail oder was auch immer. Ja, egal, so, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.